Und dadurch braucht man auch nie mehr Angst haben, dass man da oben ankommt, ja, mit einer Panikattacke oder einer heftigen Stressreaktion, weil man immer schon frühzeitiger, rechtzeitig die, ja, die Kurve wieder kriegt. Ja. Und dann natürlich, wenn man so die Stufen gefunden hat, auch parallel dazu mal sich fragt, was könnte ich denn machen, wenn ich merke, ich komme langsam so, ja, in das erste Level der Warnsignale wieder rein. Was kann ich dann machen, wenn es stärker wird? Ja, brauche ich vielleicht dann doch mal längere Auszeit oder ja, meistens, dass ich auch sage, hör auf die Bedürfnisse, die du hast, sondern der Körper sagt es mit der inneren Stimme dann schon, was man gerade braucht. Aber ja, einfach mal darüber nachzudenken, ist schon sehr hilfreich und dann eigentlich hat man die Lösung auch meistens schon selber in sich.